So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Endlich dürfen wir das Vieh steuern. Ist das nicht schön? Lange haben wir es nicht gesehen. Ach, insgesamt fast 20 Folgen? Ne, genau 20 Folgen. Also in der 20. Folge ist es nachher dann doch aufgetreten, nachdem es uns einmal richtig schön erschlagen hat. Wir sollen Nate irgendwie wieder wach kriegen. Das heißt, einen Garter-Killer müssen wir bauen. Ein Nüchtermacher betrachte das Schwert im Stein. Zing! Genau, zing! Nimm das Schwert mit. Ja, sieht so aus, als wenn Vieh nicht dazu geeignet ist. Na gut, gucken wir weiter. Ein Füllhorn. Platsch! Ja, vielleicht können wir das Platsch dafür nutzen. Platsch! Platschsaps, genau. Der Affe, hat der vielleicht ein... Oh, was ist das? Ein Kompass? Kannst du aber nicht mitnehmen. Schade. Der rote Pirat. Betrachte das Tuch. Nicht. Das ist meiner. Und er hat schon genug Schaden angerichtet. Zogum. Jukaluk Bregal. Okay. Alle weg. Allein gelassen. Allein. Ja, was auch immer er will. Vieh kann es nicht verstehen, genauso wenig kann ich es. Wir können mit ihm reden, will ich gar nicht. Gucken wir erstmal nach der Öllampe. Der Bocker. Urkul. Genau, da ist nämlich der Djinn drin. Die müssen wir irgendwie kriegen. Was ist denn los? Aha, der Affe muss irgendwie abgelenkt werden, aber eventuell hat er einen Katerkiller. Ja, Bossala Kabik. Bossala Kabik. Aha. Jukaluk Bregal. Genau. Dann ist es eben egal. Betrachte das Buch. Ituk. Ah, hier, guck mal. Mojito, Baboon's Bottom. Blättere weiter. Grog XD. Burning Mary. Ja. Nee. Katerkiller. Das sieht doch so aus, als wenn wir es gebrauchen könnten. Genau. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Milch, Salz, Pfefferminze. Shake-Figuren. Beep, Bob, Mangang, Donkadonk und Freakout. Aha. Ich würde trotzdem nochmal weiterblättern wollen, allein um zu sehen, was für Getränke sonst noch so dabei sind. Ach so. Nee. Wir können gar nicht mehr weiterblättern. Och, schade. Ja, ja. Oh, das ist echt schade. Naja, gut. Zurück zum Palast. Zurück zum eigentlichen Geschehen. Ja, wie kriegen wir Nate wach? Wo kriegen wir die Milch her? Erdnüsse! Mansfatz! Ja, Mansfatz. Mansfatz! Das schmeckt doch, oder Vieh? Aber Erdnüsse brauchen wir gar nicht für unseren Shake. Für unseren Katerkiller. Wir benötigen Milch. Wo kriegen wir denn hier bitte schön Milch her? Kann man hier entlang? Nein. Also bei ihm wahrscheinlich nicht. Zumindest sehe ich jetzt nichts Außergewöhnliches. Dann gehen wir doch erstmal nach draußen, oder? Ist was mit dem Füllhorn noch? Nö. Gut, dann raus. Hallo, wir haben ein Rezept gefunden. Was willst du? Hier, Gluck Gluck Ex. Gluck Ex. Hä? Katerkiller. Milch, Pfefferminze und Salz.
Der schlimmste Albtraum eines Barkeepers. Vernichtet die Arbeit von Stunden in Sekunden. Guter Gedanke. Nix, nix. Kein Problem. Sag Bescheid, wenn Nate wieder nüchtern ist. Okay, dann nehmen wir eben die Kokosnuss. Das ist ein guter Milchersatz, der Name Kokosnussmilch. Und brauchen nur noch Salz und Pfeffer. Wo kriegen wir jetzt noch Salz und Pfeffer her? Trachte den Pranger. Ja, ich hoffe auch, dass du nie daran stehen wirst. Die Aushänge. Ja, mehr ist hier nicht. Gut. Gehe zur Anlegestelle. Betrachte den Souvenirladen. Ja, schick. Takalak. Aber wir können nicht rein. Schade, wir können auch nicht weiter hier hin. Dann gehen wir eben zur Anlegestelle. Ah, eventuell finden wir hier Salz und sowas. Magisches Schloss. Ja, nimm mit. Ach nee, öffne das magische Schloss. Alarm! Ah, der böse Vogel macht Lärm. Das heißt, auch den müssen wir irgendwie ablenken. Okay, und ich sehe schon das Schiff, das Flugschiff, die Mary, ist mit dem magischen Schloss gesichert, sodass wir nicht rankommen. Ein Spiegel. Ja, das war vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir müssten bloß ein Feuer machen. Aber wie kommen wir denn an Feuer ran? Das heißt, irgendwo Papier herkriegen oder vielleicht sogar die Decke des Kapitäns töten? Mary! Ja, Mary! Luxig! Die gute Mary. Alarm! Nein, 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 nein. Wir wollen keinen Alarm entfachen. Dich müssen wir irgendwann mal ruhig stellen. Aber auch hier gibt es keinen Pfeffer und kein Salz. Benutze den Brennspiegel mit. Grille etwas Geflügel. Vielleicht müssen wir auch das Tuch über den Vogel legen. Denn wir wissen ja, wenn Tücher über Vögel sind, schlafen sie sofort ein. Haben wir ja gelernt bei Ivo. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber wir suchen erstmal noch Pfeffer und Salz. Anlegestelle, schaue. Was? In den Abgrund? Ja, versuch's mal. Vielleicht findest du da ja irgendwas. Oh, hier ist. Nee, das ist bloß ein Bug. Die Statue haben wir noch und dann ist auch schon Schluss. Pokosalara. Naja, betrachte auch die noch. Guck mal, ansonsten... War's das? Wir brauchen immer noch ein wenig Salz und ein wenig Pfeffer. Du, gib mir mal Salz und Pfeffer. Ich hätte gern. Oh Gott, Gluck Batum, Gluck Mojito, Gluck Ex. Gluck Ex. Gluck Ex. Warum nicht? Warum will er mir den nicht machen? Gluck Batum. Dankeschön. So, der nächste bitte.
Wer schüttelt sich da mehr, der Affe oder der Drink? Toll, jetzt haben wir auch einen Mojito hinter uns. Nur warum geht das andere nicht? Vielleicht lässt er ja irgendwann Salz und Pfeffer stehen. Tequila, Tequila, dazu nimmt man doch meistens Zitrone und Salz. Eventuell ist das noch eine Möglichkeit. Dankeschön. So, letztes Getränk. Brunsala Mary. Brunsala Mary. Ja. Okay, ihm ist ganz schön heiß. Nimm den Fels. Was? Verstehst du das, Vieh? Das war vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir brauchen seinen Fels. Nimm noch mehr Erdnüsse. Nein. Was können wir denn mit den Erdnüssen machen? Gib dem Barkeeper ein paar Erdnüsse. Nein. Wofür ist das da noch alles? Wir haben bestimmt noch nicht alles entdeckt. Garantiert nicht. Die Öllampe. Was gibt es denn hier noch? Nur den Barkeeper und das Buch. Aber das mit der Brunsala Mary war ja schon nicht so verkehrt, oder? Er hat seinen Fels abgelegt. Und dann konnten wir ihn nehmen. Vielleicht hätten wir was mit dem Fels machen müssen. Wir haben noch eine Kokosnuss und ein Kater-Killer-Rezept sowie eine alte Pfanne. Schwert im Stein. Er hat ja auch nirgendwo Salz und Pfeffer stehen. Was willst du? Du bist dieses Vieh. Nates Kumpel, oder? Grüß Gott, was? Cooler Labo. Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Hier ist so eine Statue, die ist bestimmt auch aus irgendeinem Spiel oder so. Keine Ahnung, wo die herkommen könnte. Kam mir auch gerade so ein bisschen bekannt vor. Ja, was mache ich denn? Dreck? Vielleicht müssen wir erst einmal... Fülle die Erdnüsse in die Pfanne. Nee, will er nicht. Fülle Salzwasser in die Pfanne. Ah, okay. Okay, da ist jetzt Salzwasser drin. Das heißt, wir müssten die Pfanne im Prinzip erhitzen. Vielleicht mit dem brennenden Material? Wir möchten noch einmal den Brunsala Mary. Beeil dich mal. Ich drück das auch extra weg. Ist ja nicht so viel, was sie da erzählen. Ja, wir kennen's. Brunsala Mary. Okay, einmal bitte braten geht nicht. Nimm den Fez. Ha, nee, das hat nicht geklappt. Aber wir können auch die Kokosnuss nicht einfach so aufmachen. Irgendwas fehlt uns noch. Irgendwas fehlt noch. Erdnüsse brauchen wir nicht. Wir gehen mal raus. Eventuell finden wir da noch ein bisschen was, wenn wir das hier irgendwo mit kombinieren. Obwohl das ja auch nicht so verkehrt ist hier. Können wir denn noch was mit dem Wasser machen? Nein. Was?